Zum Befestigen der Fensterdekoration verwendet meine Frau die vorhandenen Vorhangschienen. Das ist eine praktische Methode. Die Gleiter lassen sich je nach Ausführung einfach einklicken. Das böse Erwachen kommt allerdings dann, wenn alles wieder weg muss. Die Gleiter lassen sich nämlich nicht einfach ausklinken, sondern müssen zum Ende der Vorhangschiene geschoben werden, das heißt Vorhänge runter und nachher wieder mühsam einfädeln. Blöd, oder? Zum Glück gibt's 3D-Drucker. Ich habe mir eine Form ausgedacht, die es erlaubt, dass der Slider, so habe ich das Ding genannt, an irgendeiner Stelle in die Vorhangschiene eingesteckt und mit einer Vierteldrehung festgemacht wird. Zum Herausnehmen eine Vierteldrehung zurück und er ist wieder frei. Der Nachteil dieses Slider-Modells Version 1 aber ist, dass es nach dem Drucken nachbearbeitet werden muss. So suchte ich nach einer Form, die nach dem Drucken fertig ist, und fand sie in dieser. Der Vorteil der Version 2 ist auch, dass der Slider nun angebracht werden kann, ohne dass man auf eine Leiter oder einen Stuhl steigen muss. Man benötigt dazu allerdings ein Spezialwerkzeug. Bestehend aus einem Holzstab und einer Krokodilklemme. Schauen Sie mal, wie einfach das geht, wenn man einigermaßen zielen kann. So sieht es aus, wenn der Slider eingesetzt ist. Solange etwas dranhängt, verhindert sein Vierkant im Schlitz der Vorhangschiene das Drehen und somit das Lösen. Schauen wir uns das aus der Nähe an. Mit unserem Spezialwerkzeug setzen wir den Slider ein, einsetzen, 90 Grad drehen und wegziehen. Zum Lösen kommt nun das zweite Spezialwerkzeug in Aktion. Es befindet sich auf der anderen Seite des Holzstabes und stammt ebenfalls aus dem 3D-Drucker. Wir heben damit den Slider an, damit der Vierkant nicht mehr blockiert, drehen ihn um 90 Grad und schon ist er frei. All das geht natürlich ohne Spezialwerkzeug, wenn Sie groß genug sind oder auf einem Stuhl stehen. Hier ein Bild aus der Produktion. Die Zeichnung wurde mit der Software Fusion 360 erstellt. Hier noch das zweite Spezialwerkzeug zum Lösen oder Einsetzen. Die beiden STL-Files für Ihren Drucker finden Sie auf thingiverse.com. Genaueres steht unten im Textteil. Vielen Dank für Ihr Interesse.